Guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Der letzte Part bricht an, leider, aber auch hier werden wir wieder richtig fett Spaß haben. Es gibt hier einige Minispiele, die ich euch noch zeigen wollte. Ich weiß gar nicht, mit welchen ich anfange. Aber am besten fangen wir einfach chronologisch von oben nach unten an. Und das erste Spiel wäre Schneeballslalom. Okay, die haben sogar einen eigenen Namen. Das ist nice. Berühre den Touchscreen, um den Kopf des Schneemanns innerhalb der vorgegebenen Zeit ins Ziel zu rollen, was ich nie als Kiddy geschafft habe. Weiche dabei den Felsen und den Pinguinen aus. So. Also man muss hier einfach auf den Touchscreen tippen. Und man kann schneller werden. Man kann natürlich auch etwas langsamer machen. Geht natürlich auch. Aber Ziel sollte sein, so schnell es geht, nach oben zu rollen. Und man kommt, wenn man da einmal festhängt, kommt man dann nicht mehr weg. Ich bin zu blöd dafür und das Minispiel macht mir auch nicht wirklich Spaß. Achso, ein Trick ist, was ich als Kiddy, glaube ich, nie geschnallt habe. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Aber ein Trick ist, wenn man auf den oberen Touchscreen schaut, auf den oberen Bildschirm, nicht den oberen Touchscreen, das ist kein Touchscreen. Wenn man auf den oberen Bildschirm schaut, dann kann man sehen, was als nächstes kommt. Also, falls irgendwie ein Pinguin rumsteht, kann man dann direkt, also wenn er rechts steht, kann man direkt schon mal nach links lenken, damit man nicht gegen ihn knallt. So, und dieses Spiel habe ich immer ziemlich geil gefunden als Kiddy. Ich weiß nicht warum. Mittlerweile finde ich es eigentlich ziemlich langweilig, wenn ich drüber nachdenke. Aber es war halt simpel. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Hä? Okay. Wenn er so runterkommt, dann kann man spammen, oder? Ja. Keine Ahnung. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht zu schauen, wie viele Dinger ich da reinpacken konnte. Und ich würde sagen, 13 ist in Ordnung, oder? Ich glaube, ich habe als Kiddy immer so um die 24 geschafft, glaube ich. Um die 25, besser gesagt. Doch, 24 ist so die Zahl, die ich im Kopf habe, was ich meist geschafft habe. Gut, aber als Kiddy habe ich das auch so oft gezockt, einfach nur, weil, naja, ich hatte da das Spiel neu und da muss das erstmal richtig durchgesuchtet werden, auf jede erdenkliche Art und Weise. Okay, hier muss man die Bombe einfach von dem Feuer fernhalten. Ist leichter gesagt als getan. Aber gerade klappt das noch ziemlich gut. Und der Score geht quasi mit der Zeit einfach immer weiter hoch. Da war ein Feuerball? Ja, okay. Na gut. Was soll's. Geht ja auch nur darum, hier die Dinger mal ein bisschen zu zeigen und nicht um hier den krassesten Score aufzustellen. Schnapp den Monty. Ach so, eben habe ich es, glaube ich, gar nicht vorgelesen. Einen Moment. Auch hier nicht, oder? Schieße so viele Stachis wie möglich in der vorgegebenen Zeit in die Kübel. Lakito unter Beschuss, okay. Und dann auch hier vom Bomben-Minigame. Einen Moment. Rennender Bob-Omb. Berühre den Touchscreen, um den Bob-Omb von den Feuerbällen und Bowsers Flammenatem fernzuhalten. Wie lange hältst du durch? Alles klar. Schnapp den Monty. Erwische Monty Maulwurf, wo auch immer er sich zeigt. Zack! Du verlierst Punkte, wenn du den armen Luigi triffst. Also Vorsicht! Wie oft erwischst du Monty Maulwurf? Ja, kriegen wir schon hin, oder? Kriegen wir schon ein paar Mal hin. Ja gut, Luigi ist schon sehr auffällig. Mit seinen
mit seiner grünen Kappe. Also wenn man Luigi trifft, ist man nicht gerade der Schlauste, muss ich sagen. Außer er sieht sich leicht noch um und sieht sich irgendwie so ein Monty-Kostüm an. 58 ist nicht schlecht, oder? 58 ist echt nicht schlecht. Obwohl ich gern noch die 60 voll gemacht hätte, aber... Naja, was soll's. Ballonflug. Puste in das Mikrofon, damit Yoshi fliegt. Ein Ballon platzt, wenn er einen Flyguy berührt. Wenn alle geplatzt sind, fällt er herunter. Erreichst du rechtzeitig das Ziel? Ich glaube, das geht nicht. Ich muss aber mal schauen. Ne, es funktioniert. Es funktioniert einfach eiskalt nicht. Ja, aber habe ich mir schon gedacht. Ja, stark. Stark. Ach Mann, ey. Aber ja, gut. Komm. Was soll's. Wenn du dich für... Achso, da stehen noch Beschreibungen. Actionspiele basieren auf deiner Geschicklichkeit mit dem Touchpad, okay? Wenn du dich für clever hältst, sind Puzzlespiele das Richtige für dich. Alles klar. Gesucht, gefunden. In der Masse kann man leicht untertauchen. Finde denjenigen, der verschwunden ist und berühre ihn. Da ist er ja. Okay, Wario. Am Anfang ist das alles noch echt leicht. Ich glaube, ich habe das als Kiddy so extrem weit getrieben, dass es hinterher krank war. Es war ein richtig krankes Level an Schwierigkeit. Yoshi, der ist da. Ah, aber 5 haben wir schon mal. Mario. Direkt gefunden. So, Mario ist, glaube ich, immer... Oder mit am leichtesten. Luigi ist ziemlich schwer und Yoshi auch. Weil, naja, wenn so viel Grünes auf dem Bildschirm ist, dann... Ach, da unten ist er. Dann können die sich da natürlich echt gut verstecken. Das ist Luigi, alles klar. Da ist Luigi. Oh, es hat gezählt. Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen, nur ich wollte auf nichts anderes draufklicken. Da unten ist Mario, alles klar. Nice. Ja, läuft. Ich glaube, das ist so mit mein Lieblingsspiel. Damals gewesen und ist immer noch mein Lieblingsspiel. Oder eins meiner Lieblingsspiele. Also einfach, es ist nice. Es wird einfach immer schwieriger. Du hast immer hier schön was zu rätseln. Nice. Es ist einfach simpel, aber es wird immer schwieriger. Es ist einfach, solche Spiele sind immer die besten. Geht's nicht höher als 50 oder was? Da ist Luigi. Ja, komm, noch ein. Noch ein und dann machen wir weiter, denke ich. Alles klar. Ah, okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie man zurückgeht und irgendwie wollte der Startbutton nicht.
Naja, was soll's. Machen wir hier weiter. Mit welcher Wegler? Level 1. Ah, ich glaube, das konnte ich als Kiddy echt nicht so gut. Aber mittlerweile sollte ich das gut hinbekommen. Hier, der ist es. Einfach immer auf den linken schauen. Und dann gewisse Merkmale raussuchen. Zum Beispiel ganz hinten ist ein ganzer Kreis zu sehen. Das heißt, es kann nur der links oben sein. Dann einfach auf den links hinten wieder schauen und dann, ja, einfach auf das Körperteil hinten immer schauen. Wenn man damit nicht weiterkommt, sich ein anderes raussuchen. Was? Hä? Ah, ich war blöd. Ich war blöd. Okay. Jetzt wird's immer schwieriger. Und genau der da ist es. Alles klar. Die 10 möchte ich allerdings gerne noch voll kriegen. Es wird echt knackig. 3 Dinger, die nach hinten zeigen. Der, nein, der links. Ach, Mann. Ich habe ihn gerade noch gesehen, aber es wurde nicht übernommen oder ich war zu langsam, keine Ahnung. Ich denke, ich war einfach zu langsam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Touchen nicht übernommen wurde. Okay. Buhus Versteckspiel. Streiche dort über den Touchscreen, wo sich die Buhus verstecken. Findest du sie alle, bevor die Zeit abläuft? Ja. Ich denke, das sollte ich ein, zwei Mal hinbekommen. Und hier darauf achten, man hat nicht ewig Zeit. Man hat echt ein sehr knappes Zeitlimit, um die Viecher zu finden. Also am besten einfach so einen Kreis um die rumzeichnen und dann wie wild hin und her wischen. Hier wird es jetzt ein bisschen knackiger, aber das kriegen wir auch hin. Die haben sich gut gekreuzt rechts oben. Und ja, dann muss man halt immer ein bisschen abschätzen, wo sich die anderen befinden. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf den oberen schaut, direkt den machen. Wow. Oh Mann, ey, da will er klug scheißen und verkackt. Aber ja, einfach immer sich einen raussuchen oder wie ein Fall von den 3 Buhus, die über Kreuz, also die nah beieinander sind, die direkt freiwischen. Und dann muss man bei den Verbliebenen einfach ein bisschen raten, wo die sich gerade befinden. Hinterher gibt es, glaube ich, auch noch 4 und 5. Aber ich weiß nicht genau, ob 6 gibt. Das Bild auf dem Puzzle Manie. Das Bild auf dem Touchscreen soll dem auf dem oberen Bildschirm entsprechen. Berühre ein Teil, um die umliegenden Teile umzudrehen. Schwerere Levels benötigen mehrere Züge. Alles klar. Wir haben kein Zeitlimit. Alles klar. Also, man dreht immer das Teil um, wo man drauf tippt und die Dinger, die in der Umgebung sind. Also diagonal und vertikal. Nices Minigame.
Aber wenn man hier kein Zeitlimit hat, frage ich mich, wie das. Ah, zwei Runden, okay. Okay, dann erstmal den hier umdrehen und kann man den umdrehen. Nice, okay. Durch die Rundenanzahl wollen sie die Schwierigkeit erhöhen. Ja, okay. Macht Sinn. Muss auf jeden Fall. Hier unten bleiben. Oben an den an die Pilze komme ich nicht mehr. Dann muss ich hier und hier. Ja, nice. Das macht Bock. Das macht Bock. Eine Runde. Ja, okay. Wie geschenkt ist das denn gerade? Eine Runde haben wir, oder was? Hier. Hier einfach nur links oben klicken. Und dann haben wir es direkt. Ja, nice. Ich versuche noch die 10 voll zu machen. Aber dann machen wir weiter. Oh, es wird krank. Das wird jetzt echt schwierig. Ich habe zwei Züge. Das ist ja richtig krank jetzt. Okay, den hier? Nee. Ja, schöner Versuch. Schöner Versuch. Ah, einfach nur hier. Ja, ich hab zu weit unten geklickt. Ja, ne. Gute Überlegung, aber nicht ganz geschafft. Jetzt rasten sie aus, ne? Na, obwohl. Ja, doch, war machbar. Alles klar. Ja, nice. Damit haben wir die 10 voll. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter. Münzen. Hä, was? Münzentraktion? Ach so, Münzentraktion. Ja, witzig. Achte genau darauf, wo die Münzen landen. Berühre die Blöcke, um an die Münzen zu gelangen. Aber wenn du einen falschen Block berührst, ist das Spiel für dich vorbei. Dann hau mal rein. Die hier. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Hier. Nice. Oben muss doch auch einer gelandet sein. Ja, Mann. Ah, schade. Oh, und oben Wand. Ich wollte tatsächlich die noch neben der 3 oben anklicken. Naja, aber wir haben über 20 geschafft. Das ist echt nice. Sehr schönes Ergebnis. Mach mal weiter mit den Karten-Minigames. Und ich glaube, die finde ich am geilsten. Ach so, Gedächtnistraining. So, Gedächtnistraining.
immer schön den Titel erst lesen. Decke immer zwei gleiche Karten auf. Diese verschwinden. Lass alle Karten verschwinden, um das Spiel zu gewinnen. Wenn du 3 Fehler machst, gewinnt Luigi. Münzen 12. Warum denn 12? Ach so, weil... Ja, okay. Pilz. Pilz. Nice. Wolke. Wolke. Nice. Stern. Blume. Blume, Blume und Stern, Stern. Ja, schön. Kleines Memory Game. Aber man kann natürlich auch hier Pech haben. Obwohl, wenn es immer... Ich bin mir nicht sicher, wenn es immer 8 Karten sind, kann man auch immer gewinnen. Ich glaube nicht, wenn man als zweites eine Karte aufdeckt, die man schon hatte. Ich glaube, jetzt kann ich vielleicht nicht mehr gewinnen. Wolke, Wolke. Ah, doch, 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 doch. Okay, okay. Ich krieg's aber noch hin. Glück gehabt. Hätte ich noch einen Fehler gemacht, hätte ich verlieren können. Ja, so nettes kleines Game. Wir spielen die Runde noch zu Ende. Aber Luigi, jetzt muss... Obwohl, ich glaube, wir machen noch die 5 voll. Komm, wir machen einfach noch die 5 Dinger voll. Ah, schade. Jetzt sind sie tatsächlich so angeordnet. Alles klar, nice. Aber jetzt muss ich dir leider sagen, Luigi. Obwohl, nee, wir müssen gar nicht Tschüss sagen. Wir sehen uns ja im nächsten Spiel jetzt wieder. Poker, wer hat das bessere Blatt? Gewinne gegen Luigi. Und wenn du meinst, deine Karten seien besser als seine, dann erhöhe deinen Einsatz. Das ist nice. Ich glaube, Poker habe ich als Kiddie am liebsten gezockt. Wir haben aber gewonnen, weil unsere Karten besser sind. Und wir kriegen direkt 30 Coins ausgezahlt. Und ich war immer ein Fan davon, so viel zu setzen, wie es geht. Wenn man gewinnt, was hier jetzt wieder der Fall ist mit einem Full House, jawoll, nice, dann kann man richtig fett abcashen und erstmal schön vorsorgen. Also bei einem schlechten Blatt lohnt es sich nicht wirklich hochzusetzen. Hier lohnt es sich vielleicht noch 2 Coins zu setzen, aber es war es dann schon. Weil der Multiplikator einfach nicht so hoch ist. Ja, so kriege ich jetzt nur 8 Coins. Aber im Prinzip lohnt es sich schon immer viel zu setzen. Okay, hauen wir alles weg. Schauen, wie wir abschneiden und das sieht echt kacke aus. Ja, okay, nicht die schlechteste Hand, aber die schlechteste Hand mit etwas drauf, die es gibt. Komm, hau noch ein Full House raus. Ja, Mann, geil. Ja, okay. Schönes Ding. Was macht der Toad? Der dreht sich so komisch hin und her, ey. Und glotzt uns blöd an. Sag mal, wen serviert er eigentlich? Er ist niemand im Casino. Aber, naja. Nächstes Game. Und das war auch cool.
Gleich und gleich, berühre zwei identische Karten, die sich diagonal, horizontal oder vertikal berühren, damit sie verschwinden. Für übrig gebliebene Karten musst du Münzen zahlen. Lasse also alle Karten verschwinden. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal diesen weg. Dann diesen, dann können wir hier die Blumen direkt weghauen. So, dann die Sterne direkt. Und immer zusehen, dass man hier keine Lücken lässt. Also, dass man schön immer Karten weghaut, wo man denkt, na, die könnten vielleicht keinen Partner finden. Okay, nice. Mario als nächstes. Und gut ist, wenn man oben generell schon mal so Pärchen hat. Also so ist es echt eine gute Anordnung. Nice, Damas. Dann kann man die restlichen einfach weghauen. Und dann hat man schon gewonnen. 5 Coins kriegt man. Und ich denke, das reicht auch zur Demonstration. Diverses. Ja, dann schauen wir mal nach, was hier unter divers fällt. Also komm, Nintendo. Diverses? Ernsthaft? Da hätte man doch irgendwie, keine Ahnung. Man das nicht auch unter irgendeinen Begriff packen können, anstatt unter diverses? Naja, egal. Wenn du Kartenspiele magst, bist du hier richtig, habe ich noch vergessen vorzulesen. Und wenn du ganz unterschiedliche Spiele wählen möchtest, wähle diverses. Alles klar. Marios Rutschpartien. Führe Mario über die Rutschen zum Stern. Zeichne auf dem Touchscreen neue Wege. Mit 5 Sternen steigst du ein Level auf. Aber lass Mario nicht in eine Piranha-Pflanze fallen. Ja, okay. Das ist ziemlich easy. Ah, okay, es geht die ganze Zeit weiter. Okay, nice. Und hier, wenn wir auf den, auf die Pfeile links drücken, dann können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Es geht jetzt immer so weiter und wir werden immer neue Linien zeichnen müssen. So. Und am besten ist es natürlich auch, das auf wenige Linien... Ach, Kacke! Auf wenige Linien zu beschränken. Oh, das war's schon. Ja, okay. Es gibt noch ein Spiel bei Super Mario 64 im DS-Teil. Das ist so ähnlich, aber da hat man mehrere Leben. Deswegen dachte ich, ich hätte jetzt noch einen Versuch, aber ist besser so. Der Part ist schon viel zu lang. Zum Explodieren. Führe die schwarzen Bob-Oms auf den schwarzen Teppich. Die roten Bob-Oms auf den roten Teppich. Bringst du einen Bob-Om auf den falschen Teppich, explodiert er. Alles klar. Lass mal probieren. Ach so. Und wenn ein Bob-Omb in einem der Kästen explodiert, dann explodieren auch die anderen Bob-Ombs in den Kästen. Also, man verliert die gesamten Punkte in dem Kasten. Heißt, wenn man versucht, möglichst viele Punkte zu erzielen, ist das auf jeden Fall besser, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen und dann eher das Risiko einzugehen, dass die Bob-Oms hier in der Mitte explodieren. Aber wenigstens verliert man dann keine Punkte. Ja. Boah, jetzt kommen sogar schon 2. Oh, Ding. Oh, Release quasi.
maximale Zeit erreicht oder was? Scheiße. Aber wenigstens ist mir das nicht beim schwarzen Kasten passiert. Alter. 78 Punkte. Ich glaube, so viele Punkte hatte ich noch nie. Krank. Einfach nur krank. Mario und die Fly Guys. Mario ist umgeben von Fly Guys. Berühre ihn rechts, links oder in der Mitte, damit er in die entsprechende Richtung springt und auf dem Fly Guy und auf den Fly Guys landet. Ist das nicht so, dass man Mario links berühren muss, damit er rechts, ja, damit er rechts hinspringt? Genau so ist es. Und das ist ein ziemlich chilliges Minigame, weil man kann Mario eigentlich immer fallen lassen. Und dann, oder einfach nur antippen und dann schauen, wohin er fällt. So. Genau so, wie ich das hier gerade mache. Wenn da zwei hinfallen, dann ist natürlich blöd. Aber so im Prinzip kann man das am besten machen, das Minispiel. So kommt man meist zu einem guten Ergebnis und ja, ich glaube, das reicht auch zur Demonstration. Ich wollte zwar auf Pause drücken und dann beenden, aber naja, so geht's auch. Bob-Omb-Truppe und das ist auch ein echt nices Minigame. Die herabgleitenden Bob-Ombs wollen deine Blumen niedermachen. Verwende deine Schleuder, um sie aus der Luft zu holen. Triff Lakitu, um sie alle zu sprengen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel Beta kam, aber ich glaube, es müsste Super Mario 64 für den DS gewesen sein, was später gekommen ist. Weil, wenn New Super Mario Bros., also hier das für den DS-Teil, ne? Wenn New Super Mario Bros. Später rausgekommen ist als der DS-Teil von Super Mario 64, finde ich es echt schade, dass sie da Minigames rausgenommen haben, weil Super Mario 64 für den DS hat mehr Minigames als dieses Spiel hier. Und es wird einfach keinen Sinn machen, wenn die da Minigames rausgenommen hätten. Also hoffe ich einfach mal, dass Super Mario 64 DS später rausgekommen ist. Okay, so geht das immer weiter. Einfach Lakitu treffen, um alle Bob-Ombs knallen zu lassen. Und wenn man das nicht machen möchte, weil wenn man mehr Bob-Ombs hintereinander trifft mit der Kugel, dann kann man den natürlich auch ziehen lassen. Aber es ist dann immer ein bisschen schwerer, den nicht zu erwischen. So. Achso, wenn man den Lakitu trifft, kriegt man pro Bob-Omb direkt 100 Punkte. Aber wenn man die Bob-Ombs in einer Reihe erwischt, dann immer pro Bob-Omb, den man mehr erwischt, doppelt so viele. Ich hoffe, man hat's verstanden. Falls nicht, einfach nochmal zurückspulen und sich das genau anschauen, als ich mehrere Bob-Ombs hintereinander getroffen habe. Oder halt Lakitu, dann sieht man das Ganze. Auf und ab und ab und auf. Zeichne eine Linie auf dem Touchscreen. Diese wird zu einem Trampolin. Du kannst bis zu 3 Linien gleichzeitig zeichnen. Hilf Mario, sicher zu hüpfen. Krieg ich hin. Es öffnet sich immer hier eine Tür. Oh, ja gut. Und da muss man dann zusehen, dass Mario zu der Tür gelangt. Und am besten... Ja, jetzt benutzt doch mal das Trampolin da.
Und am besten sorgt man natürlich dafür, dass Mario so spät wie möglich das unterste Trampolin zerstört, weil das ist so die letzte Möglichkeit, Mario zu retten, falls man die Trampoline verkackt. Oder man macht sich einfach so ein großes Trampolin. Das geht natürlich auch. Aber dafür muss Mario dann vernünftig landen. Oder springen, fallen, wie auch immer. Weil... Oh, das Ding wird höher. Okay. Weil wenn Mario die Mitte des Trampolins trifft, dann springt er höher. Wie man das hier schon sieht. Kann nochmal ein größeres machen. Ja, natürlich fällt er genau in die Mitte. Genau. Dann fliegt er nämlich höher, wenn er die Mitte des Trampolins trifft. Und wenn er den Rand trifft, dann springt er nur kurz. Aber man möchte natürlich, dass, oder in den meisten Fällen, zumindest wenn die Tür oben ist, dass Mario hochspringt. Das ist mein Fallen. Und damit war's das. Im wahrsten Sinne Game Over, weil das war das letzte Minigame und dieses markiert dann auch das Ende des Parts. Und damit des Let's Plays. Ja, Leute, wir sind durch mit dem Spiel. Ich könnte zwar jetzt auch noch hier im Hauptscreen, gibt es noch die Option Mario gegen Luigi. Aber... Naja, ich habe halt niemanden, mit dem ich das zocken kann. Deswegen ist das vielleicht eine Option für die Zukunft. Also wenn nochmal ein Reloaded kommt, dann werde ich mir vielleicht jemanden suchen, der das Spiel dann mit mir zockt. Wenn es überhaupt ein Reloaded geben wird. Vielleicht kommt auch einfach nur ein Bonuspart, wo ich das nochmal zeige, aber... eher in sehr ferner Zukunft. Wie dem auch sei. Es war ein echt nices Projekt. Wie ich schon oft gesagt habe, es hat richtig Bock gemacht, das mal wieder zu spielen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Projekt dann wieder dabei. Bis demnächst und ciao.